just a puzzle till this time. Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Portal für DS oder so. Also heißt, irgendwie heißt es ja, glaube ich, Aperture Science. Hier ist nochmal die ROM. Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, wir nennen es einfach Portal für DS oder so. Folge 1 und dann Folge 2, Folge 3, Folge 4. Wir sind ja jetzt bis Folge 2 und ich glaube nicht, dass es so lang gehen würde. Also selbst wenn er alle Folgen, alle Kammern von Portal nachgemacht hätte, dann würden wir nur 19 Kammern haben. Oh Mist, ich wollte ihn eigentlich draufstellen. Ja man, manchmal bei dem Spiel das Problem, dass teilweise die Würfel gerne mal nicht auftauchen. Einfach so. Ja, das passiert aber einfach ab und zu. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen. Nach der Aufnahme habe ich nämlich ich habe ihn noch, ich dachte, er wäre weggegangen. So, eigentlich brauchen wir den aber auch nicht, weil man kann nämlich sich nach hinten durchporten. Deswegen, falls der Würfel nicht gekommen wäre, hätte ich auch einfach, aber das ist echt eigenartig mit den Würfeln, das habe ich bemerkt. Oh, Mist. Zack, wechseln, zack. Okay, gut. Ein bisschen tiefer, bitte. Steuerkreuz ist, glaube ich, nicht so schlecht platziert. Ja, passt. Okay, gut. Das passt auf jeden Fall. Ungefähr so würde ich sagen. Ich gehe einfach kurz hoch. Problem ist, ich sehe nicht, an welcher Stelle ich den reinbringen muss, deswegen gehe ich kurz so hoch. Oh. Hä? Ich bin falsch platziert, ja, natürlich. Ah, ich muss ans Ende sogar platzieren. Okay, interessant. Okay, gut, das hab ich's. Okay, nochmal, holen wir nochmal. So, jetzt sind wir drüber. Welcher war das jetzt? Diesmal blau. Okay, blau. Darf ich nicht vergessen. Hier ist blau. Okay, also jetzt muss ich hier noch orange besser platzieren. Ah, jetzt ist es drin. Hä, ja, wie soll man denn da hochkommen? Nein, jetzt ernsthaft. Soll man sich da hinjumpen? Weil das ist ja komplett verschissen. Ich würde sagen, funktioniert schrecklich. Oh, ich hatte den. Ups. Ja, ich hatte gerade mein Fenster verschoben, deswegen ich gerade wundert, wieso frisch ist nicht? Jetzt geht's wieder. Was war da oben? Orange? Also bei dem Spiel geht's auch. Ich kann zwar nicht auf Schwarz schießen, aber ich kann auch auf Weiß schießen. Das heißt, ich kann bis dahin schießen. Also bis zu dieser Ecke. Und dann wird das auch noch mitbeschossen. Das funktioniert.
Ja, das Spiel geht übrigens auch, dass deine Maus sich komplett um 180 Grad drehen kann. Das ist gestörter Brainfuck. Also das kann passieren. Ist mir auch schon mal passiert beim Test. So. Seht ihr? Jetzt habe ich über die Maus drüber geschaut. Und nochmal, und es schaut. Oh, das ist totaler Mindblow, dieses Sphinx hier. Naja, aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht und ich. Okay, gut. Ich mache einfach. Ich gehe einfach hier hoch. Ich laufe einfach hoch. Wie bei einem Aufzug. Wie bei der Portal-Kammer. Wie es im richtigen Portal war. Mit dieser Kammer da, mit diesem Aufzug da, der hochgefahren ist. Nur, dass ich keinen Aufzug habe. Hier könnte ich jetzt mal wieder maximal Geschwindigkeit machen, aber. Ich glaube, die haben teilweise darauf geachtet, dass das nicht geht. Aber halt nicht überall. Im Prinzip kann man es dann trotzdem irgendwie machen. Ja, warum ich das jetzt nicht gemacht habe, ist ganz einfach, weil das ist einfach blöd ist in dem bei diesem Portal hier die ganze Zeit Masse mal Geschwindigkeit. Das ist ziemlich buggy. Also das ist halt irgendwie ziemlich eigenartig. Oh gut, ich bin durchgelaufen. Muss ich auch noch den abfangen, toll. Stellt noch ein bisschen, ja. Ist er drin? Ja, ich glaube, er ist drin, oder? Ich glaube, er war drin. Ja, ist er drin? Nein, ist er doch nicht. Ja. Zerstören lässt er sich auch, kann es sein. Ist eine andere, was ist das andere Portal gerade? Lol. Da muss ich probieren durchzugehen. Komm schon. Soll ich auch nicht auf S drücken? Komm schon. Ah, Mann. Na okay, aber dadurch kann man wenigstens nicht durchschießen. Das sieht schon so aus, aber naja gut. Ja, es gibt ja eigentlich kein zweites Portal. Ich habe wahrscheinlich nur schon nächstes Mal einen Anzeigefehler. Aber das habe ich halt interessiert, ob der Anzeigefehler auch ist. Alter, das ist total. Na, jetzt ist drin. Okay, gut. Na, die waren aber kurz hier. Ich wähle die kurz noch was anderes an. So, besser. Was zum? Vergesst es, Leute, vergesst es, das mache ich nicht. Das ist in dem Spiel einfach zu,
Also man, ihr könnt es ja auch selber spielen und könnt ja diesen Bug nicht benutzen. Mal schauen, wie lange ihr braucht. Und das hier ist ein Let's Play und das wird einfach zu lang brauchen, weil es halt einfach ein bisschen schwierig ist für mich auch, das zu steuern. Weil man das Spiel, weil ich das Spiel nicht am DS spielen kann. Ich kann den DS nicht aufnehmen. Muss ich mit einer Kamera machen und das ist scheiße. Oben auf. Ja, was bist du denn? Warum leck? Warum zeigt die Maus nicht die ganze Ladezeit an? Das ist natürlich schön. Okay, also hier komme ich, komm ich hier hoch. Ach nein, hier komme ich. Ich habe wohl eben zu spät gewechselt. Sehe die zwei Knöpfe, ja. Ich gehe mal erstmal, ich gehe mal kurz da hoch. Mal sehen, wo das gehen geht. Aber nur so, auf irgendwo, einfach nur auf die Platte drauf. Alles klar. Hier mich auch. Ich glaube, ich weiß schon, was ich zu tun habe. Das kennt man ja. Okay. Aber ich glaube, es ist echt tatsächlich so, dass die Bälle irgendwann kaputt gehen. Ja, das ist gerade passiert. Also der ganze Tag schon so lang, dass. Oh Mann, braucht das ewig, Alter. Schaut mal, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um hier rüber zu kommen. Nur weil das einfach. Ist einfach schwer mit der Steuerung, das so zu schnell zu handeln. Ah, für das ist vielleicht besser. Jetzt kann ich nämlich so ein bisschen Ferdi machen, aber. Naja. Ach man. Irgendwie muss ich aber zuerst auf die Seite daher. Okay,
Sag mal kurz, bis er kaputt geht. Jetzt ist er kaputt. Jetzt schießen wir Orange dahin. Und Blau schießen wir mit Switch. Na, nein, das war Orange. Das hält echt nur kurz, Alter. Das ist doch nicht normal. Ja, noch nicht in der kurzen Zeitspanne. Scheiße, wir machen. Ah, hier kann ich auch hochfahren, stimmt. Ja, ich erinnere mich an was. Ja, probieren wir es noch ein bisschen und ich würde sagen, wenn ich es jetzt dann nicht schaffe, dann mache ich es AFK, weil das ist echt so, also so echt mit dem mit diesem PC so zu machen, ist echt ziemlich hart. Hart. Das war denn der letzte Save Point. Ja, wenn ich jetzt den letzten Save Point lade, dann muss ich natürlich die letzte Level auch nochmal machen, aber. Naja, ich schaue später mal. Okay. Ist der Name, aber das ist. Wird es zerstört nach einer gewissen Zeit oder? Nach einem gewissen Anstoßen. Blau, Orange. Und schon musste es schon dieser neu gespawnt, Alter. Okay, jetzt blau. Orange, Knopf. Alter, ich muss auch noch genau auf den Knopf zielen, wisst ihr? Das ist echt so hart. Na gut, ich denke, ich mache die Folge ein bisschen kürzer und dann mache ich das AFK. Wir sehen uns in der nächsten Folge und schön, dass ihr zugeschaut habt und ja, ciao.